Um schwanger zu werden, braucht man einen Eisprung. Ja? Während eines IVF-Zyklus, ja, während der Stimulation, kann man in diesem Sinne nicht schwanger werden, denn wir kontrollieren ja den Eisprung. Wir benutzen in der Regel, mittlerweile werden deutlich über 90, ja, weit über 90% der Zyklen mit dem sogenannten Antagonistenprotokoll durchgeführt, wo der Antagonist das den Eisprung verhindert. Ja, also insofern kann man während dieses Prozesses nicht schwanger werden.